Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ah, ein gutes Gefühl, wieder auf Mealy Island zu sein. Dem Zentrum der Piraterie in der Karibik. Wo jede gute Expedition beginnt. Ich treffe ein paar alte Bekannte und bringe die Dinge ins Rollen. Oder in diesem Fall wohl ins Segeln. Hi. Ich bin Guybrush Threepwood. Erinnerst du dich an mich? Lange nicht mehr gesehen, Threepwood. Was hast du so gemacht? Ach, du weißt schon, größtenteils Freibeuterei, Säbelrasseln und so weiter. Aber jetzt organisiere ich eine Expedition, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Oh, du segelst mit LeChuck? Was? LeChuck ist hier auf Mealy? Ist schon eine Panik ausgebrochen? Werden die Menschen evakuiert? Es scheint im Moment nicht an einen Gemetzel interessiert zu sein. Das Schiff ist nur hier, um Vorräte und Mannschaft aufzunehmen, soweit ich das beurteilen kann. Wie auch immer, nein, ich segle nicht mit LeChuck. Du kennst meine Geschichte mit ihm. So, LeChuck hat meine Frau entführt, ist ein böser Zombie-Geisterpirat der schreckenden Meere. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde und dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ist irgendwie ein bisschen was von allen, ne? Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. Also wir sagen mal, LeChuck hat meine Frau entführt. LeChuck hat meine Frau entführt. Er hatte es immer schon auf sie abgesehen. Ich bin nach Monkey Island gesegelt, um sie zu finden und sie zurückzuholen. Ich dachte, ihr wart noch nicht verheiratet, als das passiert ist. Und hat sie sich nicht mehr oder weniger selbst gerettet? Darum geht es doch gar nicht. Er ist ein böser Zombie-Geisterpirat, der Schrecken der Meere. Und manchmal auch das Land terrorisiert. Ein ruchloser, hinterhältiger, mordender Taugenichts. Ein verkommener, rücksichtsloser Schurke und ein lauter Redner. Und ich bin nichts davon. Man sagt, Gegensätze ziehen sich an, aber was weiß ich schon? Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Überall, wo ich hinkomme, ist er da. Er plagt mich. Er ist mein Erzfeind. Komisch, er hat dasselbe über dich gesagt. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Bist du sicher, dass es nicht umgekehrt ist? Es scheint, als wäre er zuerst hier gewesen. Ich weiß nicht, wie er es herausgefunden hat, aber ich bin mir sicher, dass er das nur tut, um mich zu überlisten. Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. Dann solltest du dich besser beeilen. LeChuck lädt gerade auf dem Außendock auf. Nun, ich werde ein Schiff und eine Mannschaft anheuern und ihnen zuvorkommen. Sobald ich jemanden gefunden habe, der das Projekt unterstützt. Ich bin im Moment etwas knapp bei Kasse. In diesem Fall solltest du mit den Piratenanführern in der Scumbar sprechen. Genau, deshalb bin ich ja nach Mealy gekommen. Es soll toll sein, die alten Kerle wiederzusehen. Wir stoßen mit einem Grog an und besprechen die Einzelheiten. Scumbar bei den Docks. Langer Tisch im hinteren Bereich. Ich weiß, wo ich hin muss. Wir werden sehen. Ja. Achso, ins Innere der Insel. Meine Hände wärmen. In das Lagerfeuer starren. Was kommt denn dabei raus? Ich könnte das ewig anstarren, aber das würde dir keinen Spaß machen. Noch ein wenig mit den alten Piratenspeer plaudern. Es ist eine Art Minispeer. Ich erkenne hier eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, sie sieht einer Eule sehr ähnlich, nicht wahr? Ja, genau das. Was können wir denn mit ihm noch reden? Solltest du nicht auf dem Weg zur Scumbar sein, um mit den Piratenanführern zu sprechen? Ich wollte mich gerade auf dem Weg dorthin machen. Okay, anscheinend gar nicht. Runter zu den Docks gehen. Innere der Insel. Runter zu den Docks ist wahrscheinlich falsch, ne? Die Bar wird ja im Inneren der Insel sein. Mein Ziel liegt in der anderen Richtung. Mit drei Piratenanführern und dem fetten Batzen Geld, den sie mir geben werden. Ja gut, dann gehen wir doch zu den Docks.
Okay. Wählen Sie Gouverneurin Carla. Oje, das ist seine Mannschaft, so wie es aussieht. Guten Tag, ich bin Guybrush Threepwood. Mit der Piratin sprechen. Ich bin hier, um mit den Piratenanführern über eine neue Expedition zu sprechen. Hinten. Okay. Was ist denn das hier? Oh, ein Sammelkarten-Quizbuch. Im hinteren Teil des Gamba ist... die Küche, nehme ich an. Ich war so lange nicht mehr hier, das weiß ich doch nicht mehr. War es das schon? Okay. So, den Becher können wir nicht mitnehmen. Sieht vielleicht aus wie eine Zirkusnummer. Hi. Habt ihr die Piratenanführer gesehen? Das ist ihr Tisch. Eigentlich solltet ihr lieber verschwinden. Ihr wollt hier nicht erwischt werden. Das ist unser Tisch, du Säufer. Wir sind die Piratenanführer. Zieh Leine. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Oh nein, hat denn niemand daran gedacht, dich zu benachrichtigen? Vielleicht ist deine Partyeinladung in der Post verloren gegangen. Wo sind die drei älteren Herren, die hier immer Hof gehalten haben? Wen interessiert das? Wahrscheinlich weinen sie sich gerade in einer Gasse und wünschen sich, sie wären noch relevant. Sie erfinden Prüfungen füreinander und schreiben Memoiren, die niemand lesen wird. Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Eine Expedition? Für wen hältst du dich eigentlich? Ich bin Guybrush Threepwood. Wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. Wahrscheinlich nicht. Erlaubnis, den lästigen alten Taugenichts abzuschlachten, Captain Madison. Moment, das war Captain Madison? Sie ist doch berühmt. Ich habe sie auf einer Sammelkarte. Ihre Plünderwerte sind unglaublich. Plünderwerte sind nicht alles. Da waren die anderen, Captain Lila und Captain Trent. Es war Lila, die gedroht hat, dich zu töten. Hör mal, so toll waren sie nicht, okay? Hör dir die Geschichte an. Soll ich ihn abschlachten? Mach dir nicht die Mühe. Er ist nur ein harmloser Stümper, der denkt, er hätte eine gute Idee für einen Piratenraubzug. Es ist nicht wirklich ein Raubzug. Was sollte uns noch interessieren? Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Du verschwendest unsere Zeit. Das Geheimnis. Ich dachte nicht, dass es das überhaupt gibt. Es ist ein Preis von unschätzbarem Wert. Ich weiß nicht, ob er unschätzbar ist. Los, wer kann am schnellsten... Das war mir jetzt zu schnell. Haha. Okay, ich spüre ein gewisses Zögern. Aber lasst mich ausreden. Würdet ihr mir wenigstens etwas Geld vorstrecken? Nee, Moment. Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Ein Prozentsatz ihres Verdienstes oder so. Niemand will hier deinen Hirngespinst nachjagen. Mit Unterstützung kann ich es ausarbeiten. Es ist eine todsichere Investition. Verdreifacht euer Geld oder ihr bekommt euer Geld zurück. Kein Interesse. Könntet ihr mir wenigstens sagen, wo ich ein Schiff finden kann? Du hast nicht einmal ein Schiff? Dir steht das Wasser wirklich bis zum Hals.
Und das ohne Schiff. Hahaha. Wenn er diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, wird LeChuck sie ergreifen. LeChuck? Ja, auch der gefürchtete Zombie-Geisterpirat LeChuck selbst ist hinter dem Geheimnis her. Er ist hier auf Mealy Island und bereitet sich gerade vor. Wenn das nicht beweist, dass es sich lohnt, weiß ich nicht, was ich euch noch sagen soll. Toll, Problem gelöst. Ausgezeichnet, ihr werdet es tun. Ha, nein, natürlich nicht. Warum Geld für eine Expedition verschwenden, wenn du dich einfach einer bereits laufenden anschließen kannst? Viel Spaß mit deinem gruseligen Geisterfreund. Tschüss. Das kleine Problem bei dieser Idee ist, dass LeChuck und ich im Grunde genommen Todfeinde sind. Das fanden die wohl sehr lustig. Na schön. Ich brauche weder euch noch euer Geld. Ich schaffe das alleine. Wenn ich kein Schiff kaufen kann, klaue ich eins. Ich bin ein Pirat. Ich werde einen Weg nach Monkey Island finden, koste es, was es wolle. Mir waren die alten Piratenanführer lieber. Okay, mal schauen. Ein Schiff finden oder besorgen, das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Ja, ist ja nicht viel, ne? Der Name scheint noch besser zu passen als früher. Zur unteren. Achso. Elaine! Guybrush! Warte, kommt jetzt der schmutzige Teil? Nur ein bisschen, aber ich kann die Umarmung und Küsse überspringen. Elaine! Guybrush! Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Ich hatte gehofft, du würdest in meiner auftauchen. Wie läuft dein Projekt zur Skorbut-Präsentation? Es läuft großartig. Wir werden vielen Seeleuten eine Menge Limetten bringen und viele Leben retten. Ich muss mir aber etwas einfallen lassen, wie ich mit Captain Madison fertig werde. Der Druck, den sie auf die Stadt ausübt, macht es für Sozialprogramme wie das meine schwer. Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei? Nein, Dummerchen. Ich bin genau wie du mit einem Charter gekommen. Das habe ich mir schon gedacht, aber es schadet nie zu fragen. Es ist schwieriger, als ich dachte, ein Schiff und eine Mannschaft für meine Expedition zu finden. Die neue örtliche Führung war alles andere als hilfsbereit. Warum fragst du nicht bei den Docks herum? Ich bin sicher, dass du etwas finden kannst. Danke, ich werde es versuchen. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Ich mag sie nicht. Sie ist diejenige, die die Schließung der Werft durchgesetzt hat. Sie versteht den Wert von dem Geheimnis von Monkey Island nicht. Sie hat über mich gelacht. Über mich auch. Offensichtlich hat die Frau keinen Geschmack und einen lausigen Sinn für Humor. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Ich auch. Du musst wahrscheinlich los. Du sagst zuerst Tschüss. Nein, du sagst zuerst Tschüss. Nein, du sagst zuerst Tschüss. 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 Voll albern. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Ah!
Das Problem bei dieser Statue ist, dass es sich nicht um eine Statue von Elaine handelt, der besten Gouverneurin von Mili aller Zeiten. Stimmt, das ist diese eine Tussi da, ne? Skizzenhaftes Graffiti. Es sieht nicht fertig aus. Okay. Es ist Elaines Flugblatt darüber, wie Limetten Skorbut bekämpfen. Es ist wichtig, aber langweilig. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende geschafft. Elaine würde mich umbringen, wenn sie mich dabei erwischen würde, wie ich ihre Flugblätter abreiße. Ja, dann lass dich doch nicht erwischen. Wie beruhigend. Der Voodoo hier muss authentisch, kulturell und historisch korrekt sein. So steht es auf dem Schild. Wir gehen pleite vor allen Dingen. Oh nein! Wir gehen pleite. Dieser Ort ist eine Institution. Internationalen Markt für Mojo betreten, okay. Ah, der internationale Markt für Mojo. Dieser Ort hat sich seit Jahren nicht verändert. Willkommen, Guybrush Threepwood. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe auf dich gewartet. Du meinst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das ist Jahre her. Das Schicksal hat bestimmt, dass du schon vor einigen Minuten hier sein würdest. Nur du schaffst es, selbst dann zu spät zu kommen, wenn du vom Schicksal dazu bestimmt bist. Es ist eine Gabe. Erlaubst du mir, in deinem Namen nach Wissen zu suchen? Wird es mich etwas kosten? Stolz, freier Wille, nicht viel. Der Weg zum Geheimnis ist wie eine Schlange, die sich verschluckt. Viele Hindernisse liegen vor dir. Schlange, Hindernisse, kapiert. Du musst den Pfad beschreiten, doch du hast ihn bereits beschritten. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn du unsicher bist, wie es weitergehen soll, schlage dieses Buch auf, um dich zu orientieren. Ich kann mir meine Zukunft voraussagen? In gewisser Weise. Betrachte es als ein Buch der Hinweise. Was ist es wirklich? Ein Buch der Hinweise. Nutze es weise. Zu viel Wissen schmälert die Freude an der Reise. Toll, danke. Kostenlos. Du musst jetzt gehen. Ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Und dein Schicksal liegt an den Docks. Wirklich? Mit Sicherheit. Okay. Was, zum Glück habe ich meine treue Pferdeausrüstung dabei? Eine Pferderüstung, hä? Ich brauche einen Hinweis. Wir brauchen natürlich keinen, aber wir schauen uns das mal an. Wie bekomme ich mein eigenes Schiff und eine Mannschaft? Ich will einfach mal wissen, wie das so geschieht, weil... Sprich mit den Leuten in der Stadt, um zu erfahren, ob sie helfen können. Okay. Also man kriegt quasi nur so einen Antwortsatz dann. Okay. Graffiti überall. Was für eine Person malt einfach so auf eine Wand? Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Ah, das war mein Lieblings-Krimskramsladen. Hey, es ist Wollys Mepson Moor. Sieht so aus, als hätte Wolli einen neuen Laden auf Mili bekommen. Ich hoffe, er ist nicht immer noch sauer wegen des Monokels. Beim Mitternachtsessen der Handelskammer, bald zurück. Okay. Ja, er geht auch nicht rein, ist wahrscheinlich abgeschlossen. Was ist hiermit? Ist das die Zeit? Ah ja, diese Uhr ist seit Jahrzehnten kaputt. Also irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen bekannt vor hier, aber irgendwie kommt es mir auch völlig unbekannt vor. Scheinbar, was heißt scheinbar? Wahrscheinlich, weil es halt eben grafisch komplett anders aussieht. Wobei ich persönlich, ehrlich gesagt, sogar in dieser Konstellation noch das Original besser fand. Das ist der alte, man kann es nicht mehr lesen wegen dem Murmel, der alte Gemischtwarenladen. Ah.
Auf dem Zettel steht gezwungenermaßen geschlossen. Danke für die Erinnerung, aber Bargeld wäre besser gewesen. Hi. Jeder glaubt, er wisse mehr als der andere. Okay. Sobald man einen Schlüssel hat, muss man die Tür öffnen. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Alle Schlüssel sind Gold. Das ist der Weg der Schlüssel. Niemand arbeitet jemals zusammen. Jeder will seinen eigenen Gewinn. Wenn sie kurz davor sind, es zu finden, sind sie plötzlich weg. Okay, ich gehe mal in die Gasse so lange. So, hier können wir sonst auch nichts machen. Quizkarte. Sie scheint zu klemmen, okay. Quizbuch hier. Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Wo soll ich das wissen? Das lassen wir erst nochmal offen. Hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern musste auch mal etwas getan werden. Das Gefängnis besuchen, oha. Ein Besucher, Moment, Guybrush Threepwood? Otis! Ach, der soll das sein. Howdy, Junge! Und Stan! Ja, den erkennt man. Otis, alter Freund! Du hast dich nicht sehr verändert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich gebe der Regierung die Schuld. Haben wir uns nicht genau hier zum ersten Mal getroffen? Überhaupt nicht. Damals war ich in einer anderen Zelle. Du siehst irgendwie anders aus. Neuer Grafikstil? Wie nett, dass es dir aufgefallen ist. Ja, große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das klingt fantastisch. Weißt du, was mir von Monkey Island am besten in Erinnerung geblieben ist? Dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast, kurz bevor wir dort waren. Ich bemanne keine Schiffe mehr, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen, so wie du es damals vor all den Jahren getan hast. Möglicherweise. Aber beim letzten Mal war es ziemlich knifflig und ich habe am Ende nicht viel davon gehabt. Ich wäre dir sehr dankbar. Ganz in der Nähe hat ein Schlüsseldienst aufgemacht. Ich habe gehört, dass Schlüsseldienste Schlüssel für alles Mögliche anfertigen können. Zum Beispiel für Zellentüren. Stell dir vor. Das wäre natürlich jetzt die Frage, ob sie den meinte, von wegen mit den Schlüsseln. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Ich bin ein Opfer der Umstände. Die Umstände sind, dass kleinen Dingen, die niemand verletzen, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, während harte Mörder mit Pistolen und Schwertern durch die Straßen streifen. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welche Verbrechen sie dich eingesperrt haben. Es war nichts. Ich habe nur ein paar Blumen gepflückt. Im Wald? Nein, das ist illegal. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe sie stattdessen aus dem Garten der Gouverneurin gepflückt. Oh je. Blumen aus dem Garten der Gouverneurin zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Wir waren mal Freunde, mehr oder weniger. Außerdem sind es nicht einmal ihre Blumen. Die Steuern bezahlen sie. Es ist öffentliches Eigentum. Ich weiß nicht, warum mich jemand deswegen behelligt. Ich tue niemanden weh. Außer den Blumen. Sie sind Einrichtungspflanzen. Sie sind sowieso dem Untergang geweiht. Guybrush, du musst mich hier herausholen. Es ist Puddingabend. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal ertrage. Ich mache es zu meiner Priorität Nummer 3. Danke.
Aber wenn ich den so ansehe, müsste der eigentlich sogar da durchpassen, weil es ja doch ziemlich breit ist. Ich kann nochmal mit ihm sprechen, aber eigentlich will ich ja gar nicht mit ihm sprechen. Da steht Gefängnisregeln. Erstens, keine Fluchtversuche. Wie läuft dein Tag so? Die Schrift, die hier einmal war, ist weggerieben worden. Haben Sie das hier? Hier kann man es auch angucken. Ich glaube, es ist etwas darauf geschrieben, aber es ist zu klein, um es zu lesen. Hey Stan. Hallo, mein Junge. Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Danke, mein Junge. Ich weiß das zu schätzen. Es tut mir auch leid, mich hier zu sehen. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Nun, normalerweise würde ich alles tun, um dir sofort ein bequemes Fahrzeug zu besorgen. Aber meine Hände sind gefesselt. Sie sind gebunden. Ich kann es nicht tun, um keinen Preis. Ich habe kein Inventar mehr. Jedes Schiff auf dem Gelände wurde beschlagnahmt. Vom skrupellosen Anwälten, denen deine Segelbedürfnisse nicht so wichtig sind. Das ist ja furchtbar. Glaube mir, ich fühle mich schlechter als du. Kann ich ein Schiff von dir bekommen, wenn du aus dem Gefängnis kommst? Verlass dich nicht darauf, mein Junge. Ich erwarte, dass ich jederzeit freigelassen werde, aber ich habe noch nicht einmal etwas im Rückstand. Es schmerzt mich, einen Verkauf zu verlieren, aber wenn du von dieser Insel runter willst, musst du einen anderen Weg finden. Kannst du mich an einen Mitbewerber verweisen? Stich mir ins Herz. Du würdest zu einem Konkurrenten gehen? Wo ist deine Loyalität, mein Junge? Da du im Gefängnis sitzt, keine Schiffe hast und mir nicht helfen kannst, dachte ich, es spielt sowieso keine Rolle. Es gibt keine Konkurrenz. Ich habe sie alle vor langer Zeit aus dem Geschäft gedrängt. Niemand kann so gut tricksen wie der alte Stan. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass eine Situation wie diese eintreten würde. Hast du Tipps, wie man ein Schiff von jemand anderem klaut? Ein Wort, mein Junge. Meuterei. Begib dich an Bord eines würdigen Schiffes, gewinne das Vertrauen der Mannschaft, warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Wenn du nicht getötet werden willst, komm danach zu mir. Ich mache dir einen guten Preis für alles, was du über der Wasseroberfläche bleiben kann. Natürlich muss es auf Kredit sein, bis ich wieder auf die Beine komme. Okay, nun danke, schätze ich. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen, solange es nicht bedeutet, dir ein Schiff zu verkaufen. Bist du sicher, dass es keine Möglichkeit... Nee, was hast du getan, als du verhaftet wurdest? Lass mich dir etwas sagen, mein Sohn. Es kommt nicht darauf an, was ein Mann tut. Es geht darum, wer er ist. Vielleicht überschreitet er eines Tages in einem Moment der Schwäche eine Grenze, aber wenn er sich sicher ist, was in seinem Herzen ist, kann er seinen Kopf hochhalten. Und weißt du, was in meinem Herzen ist, mein Junge? Blut und klebriges Zeug? Menschen. Die Menschen sind in meinem Herzen. Du kannst sicher sein, dass ich alles, was ich angeblich getan habe, weil mir die Menschen wichtig sind. Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Das ist ein nettes Angebot, wirklich. Es wärmt mich, wenn ich daran denke, dass du das für einen alten Freund Stan tun würdest. Aber ich denke, ich muss an die Außenwirkung denken. Ich will meinen Fall nicht schaden und eine Flucht aus dem Gefängnis steht... Also danke, aber nein, danke. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Jetzt, wo du es erwähnst, gibt es eine Sache, die du während meiner Zeit hier in dieser erhabenen Einrichtung vermisst habe. In der ganzen Hektik und Aufregung um meine Verhaftung habe ich völlig vergessen, meine Zahnbürste mitzunehmen. Wenn du zufällig in der Werft vorbeikommst, könntest du sie für mich holen. Sie liegt auf meinem Schreibtisch im Büro. Aber sicher. Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island her.
Das Geheimnis. Junge, das erinnert mich an früher. Und wenn du Hilfe suchst, bist du auf der falschen Fährte. Denk nur daran, dass es im Leben keine Garantien oder Gewährleistungen gibt. Nur große Sausen. Danke, das ist ein Ratschlag. Bis später. Yep. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.